So, weiter geht's gegen Mainz heute mit dem nächsten Spiel. Merson habe ich noch abgelehnt, dann gab es auch noch ein Angebot, aber eine halbe Million ist mir zu wenig. Oder, ah ja, gut, okay, die rote Karte, die muss ja noch ersetzt werden. So, naja, 20 Millionen für Kulanski, dafür gibt es natürlich noch einen, dann wahrscheinlich einen neuen Linksverteidiger. Und jetzt gehen wir rein ins Spiel gegen die Mainzer. So, dauert jetzt einen kleinen Moment. Na dann, auf geht's ins Match. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Mainz 05. Wichtige Ligapartie für beide Seiten. Wolf, beide wollen heute... Wir müssen auf Beckerwitz verzichten. Das ist unsere Aufstellung, quasi die eine Änderung, dass Ludek rechts hinten spielt. Eigentlich die gleiche Aufstellung wie vorher. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Genau so ist es. Was sie immer wieder schaffen, ist enormen Druck aufzubauen. Und das macht sie so erfolgreich. So, auf geht's ins Match. Dein Spiel aufzwingen, aber du bist natürlich auch anfällig. Du darfst nie abschalten. Ciao. Der Ball spielt er raus. Ah, gut gemacht, der Richter, der sich da durchdreht. Er setzt sich durch und jetzt wird's von Bern. Tor. Früh ist 1:0, dritte Minute. Früh gehen sie in Führung. Genau so hatten sie sich das auch erhofft. Naja, also dritte Minute, Marco Richter. Aha. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ach, da war ein bisschen. Aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Glück gehabt. Für mein Schalke bleibt jetzt aber dran. Die sind jetzt ein bisschen giftiger gerade. Wobei jetzt die Mainzer mal ein bisschen nach vorne gehen. Musiala. Aber es war nicht gut. Gut drauf sein, besonders angesichts des Auswärtssieges, als man auf den ersten FC Köln traf. Und dadurch sind sie jetzt ganz vorne in der Tabelle, eine ideale Ausgangsposition für den Alario. Gut, das Ding! Marco Richter! Einfach mal draufhalten. Der Richter gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Tor. Savic. Ah, ein bisschen Glück dabei. Jetzt kriegt er... Levin und Tsunali. Jetzt der Schuss! Tor für Mainz. Ausgleich! Gefällt mir jetzt
Levin und Zerali. Ah, wieder die linke Seite. Also die Schalker müssen dafür gucken, dass wir auf der linken Seite da noch was hohe nochmal nachgekauft bekommen. Ja, jetzt hat sie schon wieder fast zu wenig. Ja, das ist das Problem. Die Mainzer probieren es jetzt gerade so ein bisschen. Die Mainzer stellen es hinten komplett mit einer, mit der Fünferkette. Die Schalke kommen nicht in die Position. Frühe Stören jetzt. Sieht ganz an der gelben Karte aus hier. Die Mainzer machen es gerade komplett mit Zerstörungsfußball. Gelb für Musiala. Richtige Entscheidung, Wolf. Und ja, noch so ein Ding, dann war es das für ihn. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Man hat gerade, wie gesagt, in der Situation gesehen, dass die Mainzer mit einer 5er, 6er Kette hinten alles dichtstellen. Ferreira. Gute Macht von Ludewig. Jetzt Marco Richt da. Schalke jetzt über außen. Und wäre Vorteil. So, geht aber geht nichts, aber war nicht dramatisch. Ecke kommt. Da können Sie erstmal klären. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Erste Flanke kommt. Hat das war doch kein Abseits, der war doch. Der war doch. Der war dann noch hinterm Ball. Also der Ball. Naja, gut, okay. Guter Pass, so machen Sie das Spiel breit. Und er gewinnt den gut Zweikampf. Gelöst da. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Die Chance. Und Zentner, der Ex-Mainzer, verhindert gerade so ein bisschen das, den Rückstand. 37. Minute, die Mainzer macht es aber so, wirklich. Ecke kommt. Zentner. Wieder. Im Parallelspiel hat es ein Tor gegeben. Latzer. Ja, wir haben hier das erste Tor für den ersten FC Köln. Neuer Spiel. By the way, kein Abseits. Marco Richt da gegen Abraham. Sie suchen die Lücke. Lukas Alario. Ach, Mann. Diese Chance haben sie mehr oder weniger verschenkt. Genauso ist es, Wolf. So einfach dürfen sie es eben nicht machen. Ich kriege aber momentan. Sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Das ist es einfach. Momentan kriegen wir es nicht auf die auf ein paar aufs Papier. Nächster Angriff. Vielleicht sogar jetzt auch irgendwie die Führung vor der Pause erzielen. Vielleicht auch noch mit ein bisschen Glück. Da der Rosun! Diese Führung eigentlich keine große Überraschung. Nein, das ist doch noch die Halbzeitführung. Dann hat er doch mal ein bisschen Platz. Und funktioniert das ganze Ding mal. Marco Richter, der kommt heute überhaupt nicht in die Situation. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell. Ja. Und den Abschluss auch noch effizient. Nach Durchgang 1 steht es hier 2:1. So, gerade in der Fahrzeug. So, ich werde mal wechseln müssen. Vor allen Dingen auf R2-Position. Ich probiere es jetzt mal so rum. Mit Doppelwechsel probieren. Musiala raus, der gelb vom Lasso ist. Und Coutinho ist jetzt neu drin für Paulinho. Als neuer Zehner. Einfach mal probieren, was anderes probieren. Sie geben den Ball ab. Alario. Coutinho, super Pass. Lukas Alario. Da ist die Chance. Alario. Und sieh, wenn er es gut macht. Aber. Ah, Ballverlust. Fast. Er macht heute bislang eine gute Partie für dich. Wie siehst du es? Abgepfiffen, abseits. Okay, abseits. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Hat auch laufen lassen können, wäre vielleicht sogar für uns besser gewesen. Lukas Alario. Ja, der Ball ist gut, oder? Passt der nicht. Doch, der passt. Auf die Außenbahn.
Jetzt nochmal. Also ein Tor für Mainz. Der Ball ist im Seitenhaus. In der Pre-Zero Arena ist was passiert. Ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es sämtliche Infos für Sie. Wir haben hier den ich brauche immer mal das dritte. Der neue Spielstand lautet damit also 2. Weil sonst habe ich Angst, dass mir die Mainzer tatsächlich da einen reinhauen. So sah wie gesagt, das ist absoluter Unruhe hat momentan da hinten drin. Aber aus Alternativen keine Chance momentan, um was nachzuverpflichten. Ja, also aus Geldmangel momentan keine Chance. Oh, Zeta, gut. Ein Wechsel bei Mainz, noch schnell. Jetzt die Ecke. Sosa. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Ja, der kommt, Coutinho. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für den FC Schalke. Dann geht es auswärts gegen Bayer Leverkusen. Und da sind wir natürlich gern. Also noch nicht Menu, auswärts Bayern ist das nächste Spiel. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Er ist frei, da kann was draus werden. Tor für Mainz. Also es hat sich gerade so ein bisschen an. Mal sehen. Ja, da ist keiner, der wieder hinkommt. Man lässt ihn in die Sphäre grätschen. Wieder Mauna Sosa, der irgendwo seine Probleme hat. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor. Momentan läuft es für uns, also jetzt gerade nicht in diesem Spiel. Guter Pass jetzt. Und das sind wieder so zwei Punkte, die eigentlich, also drei Punkte, die eingeplant sind, wo du wenn du Pech hast, nichts holst. Aber wir führen die Mainzer, die drehen nämlich das Ding. Die Gäste führen. Wie damals Özunali. Das ist Wahnsinn. Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment. War das die Entscheidung, Muschi? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Ach, der kommt nicht. Eine gute Chance geworden, aber der Verteidiger ist da. Ferreira. Mainz macht es taktisch ganz, ganz clever, macht's gut. Da ist die Hereingabe. Jetzt. Weg ist der Ball. Und da wird uns eingeblendet. Vielleicht Alario jetzt mal, der mit ein bisschen Schwung jetzt geht. Und da kann ich keine eindeutige Prognose abgeben. Nee. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr. Jetzt kommt. Tor für Marsch, Schalke war nicht das Absatzrichter. Aaron Martin. Abraham. Ferreira. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Das könnte gefährlich werden. Jetzt war Sosa. Tolles Tackling von ihm. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Vielleicht jetzt immer noch dieser knappe Rückstand. Hereingabe jetzt. Und die Flanke hat er. Doch liegen sie hier knapp hinten, kurz vor Spielende. Was dürfen wir in diesen Schlussminuten noch erwarten? Latza. Das ist doch nicht wahr, ey. Du pfeifst den Angel wieder weg. Suche nach dem Helden, der das Ding hier noch dreht. Regulär sind es hier noch drei. Ach komm, hör doch mal auf, wie den Angel. Etwas später und er ist frei durch. Aber so ist es abseits. Ja, energischer Vorstoß. Alario! Das ist klasse, wie sie hier gekämpft haben. Jetzt könnt ihr das Ding Lukas Alario! Doch noch mit dem Ausgleich! Endlich mal! Oh, ist das bitter für die Mainzer. Wieder so ein Last-Minute-Ding. Jetzt lässt er hier zwei ohne Probleme stehen. Ja, lässt jetzt zwei Mann hier stehen und sagt dann, jo, machen wir mal kurz. Ja, in der Tat, viel zu schnell. So, jetzt noch wechsel schnell noch. Vielleicht gibt's noch einen. Vermutet. Ja, der nächste tolle Pass. Erneut so ein hervorragender Pass.
Ne. 3 zu 3 der Endstand. Wird hier ganz spät wieder reingekommen. Er hat 2 Punkte verloren eigentlich gegen so einen Gegner, der muss eigentlich schlagen. Und das ist in Ordnung und sie haben Nervenstärke. Ja, Mainz hat es erfolgreich gemacht. Sie haben gut ihre Zerstörungsfußball gespielt dahin. Und damit ist der DFB durchaus erfolgreich gewesen. So, nächster Gegner heißt, die sind die Bayern. Und das versuchen wir dann in der. Ne, Bayer! Von wegen Bayern. Bayer, Leverkusen. Das sehen wir so in der nächsten Folge an.